Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ganz kurz, meine Haare sind struppig, sie sind nicht fettig, sondern sie sind nass. Ich habe sie gerade gewaschen und sie nerven mich, deswegen habe ich sie nach hinten gebunden. Deswegen sehe ich so aus wie ein zerrupftes Huhn. Bevor die Fragen auftauchen, ich habe einen Tennisarm, deswegen habe ich eine Schiene. Die sieht nicht unbedingt schön aus, aber es macht ihren Job. In diesem Video geht es darum, dass ich mein Make-up aussortieren möchte, denn ich habe in den letzten Jahren viel, sehr, sehr viel gekauft. Sehr, sehr viel benutzt, noch nicht. Und dann habe ich es zur Seite gelegt und dann... Ich muss einfach aussortieren. Ich benutze einfach auch schon lange nicht mehr alles. Ich habe sehr, sehr viel und deswegen hoffe ich mal, dass ich nicht allzu lange hier sitze. Bevor wir aber anfangen, möchte ich euch gerne etwas erzählen. Und zwar, die mich verfolgen, die wissen, dass ich im Januar einen Burnout hatte, aufgrund der Schule, da ich mir selbst auch sehr viel Druck gemacht habe. Nach diesem Video, wo ich es erzählt hatte, hatten mich viele angeschrieben, wie ich da rausgekommen bin, haben ihre eigene Geschichte erzählt und haben erzählt, dass sie ebenfalls einen Burnout hatten und da nie wirklich rausgekommen sind. Und ich möchte ganz kurz erzählen, wie ich da rausgekommen bin, das für mich auch einfach ein wichtiges Thema ist und das irgendwie auch so ein kleines Tabuthema geworden ist. In der Gesellschaft, was ich ziemlich schade finde, dass einfach auch sehr viele Schüler so haben oder auch erleben irgendwann, auch Studenten. Deswegen möchte ich euch gerne etwas vorstellen. Und zwar ganz kurz zu meiner Geschichte. Ich habe mich da rausgeholt, indem ich mein Leben umstrukturiert habe. Ich habe meine Prioritäten anders gesetzt. Ich habe mein Mindset komplett geändert. Mit Hilfe meines Bullet Journals. Jeder, der Zeit hat, kreativ ist, den kann ich das empfehlen, mit einem Bullet Journal anzufangen. Da ist auch einfach sehr viel klärt in deinem Kopf. Da aber viele einfach nicht die Zeit dafür haben oder die Kreativität und einfach nicht die Lust dazu haben, habe ich hier eine Lösung, die ich jetzt schon seit Monaten so gesucht habe und jetzt endlich etwas gefunden habe. Ich habe die Marke angeschrieben, denn diese Marke heißt Klarheit. Oder Hallo Klarheit, der im Online-Shop ist in der Infobox. So etwas wie diese Marke habe ich schon sehr, sehr lange gesucht und möchte euch ganz kurz von denen erzählen. Ich habe das Glück, dass ich zwei Journals von denen ausprobieren durfte und testen durfte, einfach um sicher zu gehen, ob das wirklich das ist, was ich gesucht habe. Und definitiv ja. Und zwar habe ich einmal das Klarheit Scholar, das ist ein Schülerkalender, und das Klarheit Journal. Fange ich an mit dem Schülerkalender. Hier sind drin sowas wie eine Notenübersicht, Stundenplan, 4 Stück, wie ich sehr cool finde. Alle, die ich bisher gekannt habe, hatten nur einen. Und da ich beispielsweise in jedem Halbjahr einen anderen Stundenplan habe, andere aber AB-Wochen haben, jedes Jahr halbjahr neu sind, ist das ziemlich cool, dass hier 4 Stück drin sind. Hier ist eine Jahresübersicht, hier ist eine Wochenübersicht, hier ist eine Fehlstundenübersicht, was ich vorher auch so noch nie gesehen habe, Notenübersicht, Klausuren, Testübersicht, hier ist alles Mögliche drin. Wirklich, dass du den Überblick hast. Das System von Scholar ist so geklärt, dass ein Schüler hier mit Überblick über seine aktuelle Lage bekommt. Was hier dieses Journal so besonders macht für diesen Schülerkalender, ist erstmal die Qualität. Dazu komme ich gleich. Aber was definitiv etwas ist, worauf sich Klarheit sehr spezialisiert, ist die Positivität. Das positive Mindset, die positiven Gedanken, die man einfach hat, die man haben kann, wenn man richtig denkt. Also hier werden halt Fragen gestellt. Jede Woche hast du quasi in der Wochenübersicht einmal einen Spalt für Freiraum, einmal einen Spalt für Gutes, was in der Woche passiert ist, immer jede Woche anders gefragt. Und einen Spalt mit einer Reflexionsaufgabe, wo eine Frage steht, die du halt beantwortest, indem du halt reflektierst. Wie war die Woche für dich insgesamt? Gib ihr eine Note von 1 bis 6, um zu sagen, okay, die Woche war jetzt eine 5. Dann machen wir nächste Woche eine 2 draus. Denn es ist jeden Monat einmal eine Aufgabe. Und ich möchte euch eine ganz kurz vorlesen, weil ich die total toll fand. Und zwar ist die Aufgabe, es heißt meine Ziele. Und dann ist eine Seite wirklich meine Ziele für die nächsten 12 Monate in der Freizeit. Und meine Ziele in den nächsten 12 Monaten für die Schule. Wirklich nochmal abgecuttet, Freizeit und Schule, um es nicht zu verblenden. Einfach auch, um mehr Klarheit und Überblick zu schaffen. Das finde ich halt wirklich, wirklich cool. Auch einfach an die positiven Dinge zu denken und nicht immer nur an das, oh ja, diese Woche ist eine Klausur, sondern ja, nächste Woche ist das und das, darauf freue ich mich schon lange. Das ist mein Ziel und einfach auch ein positives Mindset zu haben und Klarheit zu bekommen und mit weniger Stress an die Woche ranzugehen. Zu der Qualität. Ich bin begeistert, weil das Cover... Sowas fehlt mir bei meinem Leuchtturm. Es ist kein Hardcover, es ist Softcover. Denn es hier Klarheit und Scholar imprägniert. Hallo, sieht man das? Die Papierqualität ist auch wirklich, wirklich, wirklich gut. Es fühlt sich auch sehr weich an. Es lässt sich smooth drauf schreiben. Das Klarheit Journal ist ein Journal, wo du jeden Tag, jeweils morgens und abends 3 Fragen gestellt bekommst. Und zwar beispielsweise, heute wird super, weil...
ich konzentriere mich heute darauf oder ich könnte mich um 1% verbessern, indem ich. Und abends ist, ich habe mich heute gefreut über, ich habe heute dazu beigetragen, dass und eine Qualität, für die ich mich selbst wertschätze. Und das morgens, das gibt ja einfach das Gefühl, dass du mit einem positiven Mindset sehr viel positiver und sehr viel motivierter in den Tag startest und abends, dass du halt ein schönes Gefühl, so ein schönes Abschlussgefühl hast, bevor du ins Bett gehst. Und das gibt wirklich auch nochmal wirklich diesen Fokus auf dieses positive Mindset. Ein total geniales Konzept, wie ich finde. Ich habe es diese Woche jetzt getestet und merke wirklich schon den Unterschied. Zudem sind insgesamt 17 Reflexionsaufgaben hier drin und beispielsweise Dankbarkeitsübung, Liste auf. Mit Blick auf mein gesamtes bisheriges Leben bin ich sehr dankbar für diesen Menschen, für diese Erfahrung. Dass man einfach nochmal nach hinten schaut und einfach nochmal sieht, wofür man eigentlich alles dankbar ist. Dafür ist dieses Tagebuch da. Also dieses Journal geht wirklich um Dankbarkeit, Reflexion, Achtsamkeit, Selbstliebe. Wirklich etwas, dass man positiver denkt und dass man einfach auch dankbarer ist für alles. Ich habe auch einen Rabattcode für euch. Und zwar bekommt ihr 10% Erlass auf diese zwei Produkte mit dem Code Hallo Selina, und auf der offiziellen Website, die ich euch definitiv unten verlinken werde. Zudem darf ich noch etwas verlosen. Und zwar darf ich dieses Klarheit Journal verlosen. Auch diese Verlosung läuft wieder auf Instagram und auf YouTube, sowie alle meine Verlosungen. Teilnahmebedingungen sind in der Infobox. Jetzt aber mal zum eigentlichen Video und zum eigentlichen Spaß. Und ich bete bei Gott, dass ich hier nicht lange sitzen werde. Ich meine, womit fange ich an? Fange ich mit meinem alltäglichen Zeug an? Wenn ich es nicht mag, misse ich es aus oder verschenke ich es. Erstmal diese Tuchmaske, die packe ich direkt weg. Die werde ich definitiv behalten. Einfach, weil ich die nicht benutzt habe und ich sehe diese Garnier-Masken echt liebe. Ich fange mal an und zwar habe ich hier eine Palette von Catrice. The Nude Blossom. Gibt es die überhaupt noch? Das sind so sind das nur Schimmerfarben? Bin nicht so ein Fan von den Catrice-Paletten oder generell von den Drogerie-Paletten. Aber so die Farben, die da, die habe ich gar nicht, also die habe ich nur geswatcht so, ne? Nee, komm, die verschenke ich. Hier ist ein Puder von MAC, das benutze ich fast täglich. Man sieht schon gar nicht mehr den Namen drauf, weil ich es schon so lange habe und das schon so abgegangen ist. In der Kamera sieht es dunkler aus als in echt. Ich behalte es einfach, weil ich es echt geliebt habe und ich nicht der Meinung bin, dass sie mir diese Farbe nicht nochmal passen würde. Ich behalte es mal und mal gucken, ob ich es demnächst benutze. Wenn nicht, dann kommt das weg. Dann habe ich hier Wimpern, die ich sofort wegschmeißen werde. Das sind welche von Teddy, denn ich bin, was Wimpern ankleben betrifft, bin ich ein absoluter Noob und dachte mir, ich hole mir erstmal günstige, um zu üben. Das funktioniert gar nicht. Habe aber gelesen, es wird am Bändchen liegen, dass es sehr, sehr, sehr hart ist. Kommt definitiv weg. Dann habe ich hier einen Primer. Ich habe zwei Primer, einmal, also beide von Essence. Wenn, dann benutze ich den hier. Das ist der Essence Prime Studio Redness Correcting and Pore Minimizing Primer with Green Clay. Und ich habe hier noch den Glow Boosting Pore Minimizer Primer with Pink Clay. Das werde ich auch noch beides behalten, da das hier einfach auch schon fast leer ist und ich das eigentlich ganz gerne benutze. Denn, das werde ich nicht wegschmeißen, den habe ich gerade erst gekauft. Und zwar den Essence Liquid Ink Eyeliner in Waterproof. Ich habe letztens vor ein paar Tagen erst Eyeliner wirklich für mich entdeckt und habe erst so richtig gecheckt, wie ich das machen soll. Alle Masken, die ich hier noch habe von Rossmann, die werde ich erstmal alle zur Seite tun, einfach weil ich die benutzen werde. Dann habe ich hier ein Öl und zwar von Fasayas Rose Gold Elixir. Das ist ja dieser Trend gewesen auf Instagram. Benutze ich sehr gerne für so richtig, wenn Winter ist und meine Haut gar nichts mehr macht, dann benutze ich das sehr, sehr gerne, werde ich definitiv behalten. Dann habe ich eine Wimperzange von Ebeline, benutze ich täglich, behalte ich definitiv. Meine Hautpflege, da wechsle ich von da bis da. Ich hatte schon teures, ich hatte schon günstiges. Ich bin momentan beim Balea Porenfein mattierende 24-Stunden-Pflege. Das ist dieser Tiegel. Ich habe noch irgendwo eine zweite Packung, weil ich dachte, dass ich die verloren habe. Jetzt habe ich zwei. Benutze ich täglich, werde ich definitiv behalten. Und dann mein anderes tägliches Puder, das Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Behalte ich definitiv, benutze ich täglich, mag ich gerne und so weiter und so fort. Und noch ein anderes Puder von Essence. Und zwar das Essence Ready Steady Summer. Das ist eine LE gewesen. Werde das bestimmt aufbrauchen. Ich habe hier schon Hit the Pan gemacht. Das werde ich benutzen und aufbrauchen. Dann habe ich hier einzelne Wimpern von Catrice. Die fand ich dezent kompliziert. Also ich würde es behalten, einfach um Wimpern da zu haben. Dann habe ich hier das Catrice Galactic Highlighter, die Galactic Highlighter Drop. Ist das Glitzer oder ist das, kann das sein, dass es nur Glitzer ist?
Das ist ganz viel Glitzer. Eigentlich gar nicht meins. Ich hätte sonst auch gesagt, das kann man unter die Foundation mischen, aber das ist halt echt nur Glitzer, ne? Ich werde das wegpacken. Ich werde dazu niemals greifen, einfach weil das so viel Glitzer ist. Dann habe ich den Isana Lippenpflegestift in Cherry. Werde ich wegschmeißen, hat meine Schwester reingebissen. Alltägliches Leben als Schwester. Meine Schwester mag sehr gerne Labellos. Ich weiß nicht. Ich habe aktuell einen Labello und auch nur, aber auch nur, weil er irgendwie in so einem Döschen drin ist. Da kommt sie nicht ran. Der ist aufgebraucht, den kann ich wegschmeißen. Ich weiß nicht, was in den Dingern so schmecken soll, aber ich habe das Gefühl, dass sie denkt, weil die so gut riechen, schmecken sie auch. Dann habe ich die Maybelline Jade Lash Sensational voller Wimpernfächer Mascara. Benutze ich ganz gerne. Die ist mir nur etwas, finde ich jetzt persönlich, etwas sehr nass. Ich werde die behalten. Dann habe ich hier meinen Beauty Blender, werde ich behalten, benutze ich täglich. Dann habe ich die Catrice Prime and Fine Eyeshadow Base. Da kann ich mich dran erinnern, dass ich nicht finde, dass die wirklich einen Effekt gibt. Nee, die werde ich weggeben. Ich benutze die nie und habe auch nie gemerkt, dass die einen Unterschied gemacht hat. Deswegen lasse ich es sein. Das werde ich sofort wegtun. Das ist das Essence Fun Fair Blush. Der Essence Fun Fair Blush, das ist eine LA, die ist 5 Jahre her. Also den habe ich ewig. Das ist für mich eher ein Highlighter als ein Blush. Der MAC Pro Longwear Concealer benutze ich täglich. Werde ich definitiv behalten. Dann habe ich einen Lippenstift, den ich aber absolut weggeben werde. Das ist der Essence Adorable Matte. Das ist ein roter Lippenstift. Nee, der ist nicht mehr gut. Den kann ich wegschmeißen. Dann habe ich hier die Benefit The Real Mascara. Welche ich definitiv benutze, benutze ich täglich. Dann habe ich die Essence Insta Perfect Liquid Matte Foundation. Habe ich jetzt noch nicht so ausgetestet, dass ich sagen kann, ob ich sie mag oder nicht. Dann habe ich den Balea Pflege Peeling Stift mit Kokos. Der hat keinen nicht wirklichen Effekt gemacht und der ist eigentlich auch nicht so hygienisch. Dann habe ich hier 2 Foundations. Einmal die Maybelline New York Fit Me Foundation Luminous Smooth 110. Hallo? Hier überhaupt noch was drin, ne? Hallo? Ich würde das gerne öffnen. Ich werde die mal so hinstellen und werde mal warten bis nachher. Und dann habe ich noch die Catrice All Matte Plus. Die habe ich wirklich eine Zeit lang auch täglich benutzt. Sind meine ganzen Foundations leer? Die ist noch nicht leer, da ist noch voll viel drin. Die behalte ich, die benutze ich wirklich, wirklich gerne. Ich werde den Rest da drin noch auskratzen. Dann habe ich hier Lippenstifte. Liquid Lipsticks ohne Ende. Alles so rosa, dunkelrosa. Das ist einfach eine Farbfamilie. Einmal habe ich den NYX Soft Metallic. Oh, nee, schau mit dir. Den mochte ich gar nicht. Das ist der Soft Matte Metallic Lip Cream in Cannes. Erstmal gefällt mir der Geruch gar nicht. Finde ich unglaublich anstrengend. Das riecht so nach Süßigkeiten. Also so süß. Und der Lippenstift ist metallic, wie der Name sagt. Ich habe da einen Fehlkauf gehabt. Und ich mag solche metallic Lippenstifte gar nicht. Das wird definitiv weggegeben. Dann habe ich den Essence Stay 8 Hours Matte Liquid Lipstick in der Farbe. Dateproof. Schöne Farbe. Geht eher so ins Blaue. Werde ich behalten. Ich glaube, den habe ich auch noch nicht so lange. Dann habe ich von Primark, und zwar habe ich den eine Zeit lang unglaublich gern benutzt. Ich gebe noch einen zweiten, bin ich der Meinung. Den Matte Liquid Lipstick in der Farbe, keine Ahnung. Das ist so ein Altrosa. Habe ich wirklich eine Zeit lang jeden Tag benutzt. In Kombination mit dem Lip Liner, den ich euch gleich zeigen werde. Definitiv werde ich den behalten. Der ist wunderschön. Für Primark ist es eine gute Qualität. Dann habe ich von NYX Soft Matte Lip Cream in Shanghai. Gleiches Duftproblem wieder und ich mochte da auch nicht die Formulierung. Ich kann einfach damit nicht wirklich um, das will ich weggeben. Dann habe ich 2 von Huda Beauty, das sind diese Mini-Dinger, das war so ein Kit. Das eine ist so ein übel Pink, also das eine ist definitiv ausgetrocknet, das andere nicht. Aber das sind beides nicht meine Farben. Das eine ist mir zu dunkel, das da, und das andere ist mir zu pink. Deswegen werde ich beide weggeben. Den zu Eva Pure Villers Lips. Das ist auch ein richtig schöner. Ich mochte den so gerne. Auch eine Zeit lang jeden Tag getragen. Das ist er hier. Den werde ich definitiv behalten. Ein Lippenstift von L'Oreal. Und zwar, nee, von Maybelline, ne? Von Maybelline.
932 Clay Crush. Das ist mir zu orange. Außerdem mag ich keine Lippenstifte. Deswegen gebe ich den weg. Das ist mein Baking Sponge. Dann habe ich eine Mascara. Werde ich definitiv behalten. Die ist auch von Primark. Aber das ist eine braune Mascara. Eigentlich ein Fehlkauf gewesen. Aber ich mag die Formulierung und die Bürste sehr, sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier die Sleek. Das ist Face Contour Kit in Light. Damit, hit the pan beim Highlighter. Und zwar habe ich hier einmal meinen Konturton, ist auch schon fast hit the pan. Und mein Highlighter benutze ich definitiv noch jeden Tag. Das sind meine Pinsel, die ich täglich benutze. Die werde ich alle behalten, aber hier sind auch ein paar Produkte drin. Das ist der Lip Liner von dem Primark Ding. Ihr seht, ist unglaublich klein geworden. Diese Stifte waren mal, also benutze ich definitiv noch. Dann habe ich hier einen Lip-Contour-Stift. Der ist mir eigentlich auch viel zu hell. Also werde ich das hier wegtun. Einfach nicht. Meine Farbe ist mir viel zu hell. Steht mir nicht und viel zu orange. Ein schwarzer Kajalstift von Essence. Werde ich behalten. Benutze ich gerne für meine untere und obere Wasserlinie. Das ist mein Augenbrauenstift. Und zwar von Catrice. Der, also hier steht nichts mehr drauf. Ne? Das ist so abge... Ranzt. Aber benutze ich immer noch, werde ich aufbrauchen, werde ich definitiv behalten. Die kann ich wegschmeißen. Das ist der Essence Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara, der ist leer. Das Essence Lash and Brow Gel, die Lash and Brow Gel Mascara. Das ist ein klares Gel und das benutze ich auch für die Wimpern ganz gerne, wenn ich eigentlich nichts drauf will, aber meine Wimpern mir nicht gefallen. Essence Eye of Sparkle Lip Gloss ist mir zu glitterig. Kommt weg. Diese drei Concealer, das sind alles die Catrice Liquid Camouflage Concealer, High Coverage Concealer. Werde ich alle drei behalten, denn ich habe vor kurzem gecheckt, dass man diese, dass momentan so ein Plastik drin. Die auf TikTok aktiv sind und auch mit Beauty viel zu tun haben, wissen vielleicht, dass man dieses Ding da rausnehmen kann. Das habe ich mal bei meinen letzten gemacht und deswegen habe ich hier noch ganz, ganz viel Produkt drin. Dann habe ich hier einen Lip Liner in Rot. Das ist eher so ein pinkes Rot. Aber ich bin auch ehrlich, ich trage gar keinen roten Lippenstift, deswegen kommt der weg. Dann habe ich hier noch einen Lip Liner von Huda Beauty. Oh, da mag ich die Qualität extrem gerne. Die sind so butterweich. Leider passt mir die Farbe gar nicht. Das ist wieder so ein richtig helles Rosa. Wenn die Farbe passen würde, dann würde ich es behalten, weil die sind so butterig und so weich. Die werde ich... Würde ich sonst echt gerne behalten. Und dann habe ich eine Mascara, die nicht mehr existiert eigentlich auf dem Markt. Und zwar ist das die P2 Multidimension Mascara. Es gibt P2 nicht mehr. Werde ich behalten. Ich liebe die für meine untere, für mein Unterlippenbein krass. Das war mein alltägliches Make-up. Zumindest das, was drin war. Ich werde mal wieder alles reinräumen, damit ich das hier aus dem Weg habe. Hier sind übrigens ganz viele so Zoeva-Pinsel, Essence-Pinsel, irgendwo noch Sigma-Pinsel. BH Cosmetics-Pinsel benutze ich gerne. Das ist jetzt schon deutlich leerer als normalerweise. Das ist schon gut. Viel für das, was da vorher drin war. 1,87 € habe ich noch auf der Karte. Ich werde das trotzdem behalten. 1,87 € können entscheidend sein. Zu dem Ding, was mich gerade verwundert hat. Ich habe noch eine original verpackte Benefit Cheek Parrot Palette, die ich nicht angefasst habe. Ich frage mich gerade, wo die herkommt. Ich bin, also ich benutze die hier. Also das sind übrigens auch Sachen, die oben auf meinem Schrank draufstehen. Außer das hier, das war in der Schublade. Benutze ich ganz gerne. Ich habe meinen Hoola Bronzer vielleicht ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich benutze es eigentlich ganz gerne. Außer California, das ist mir ein bisschen zu pink. Und Rocketeer ist mir noch ein bisschen zu dunkel. Werde ich behalten. Ich weiß nur noch nicht, was ich mit der Palette da mache, weil die ist original verpackt. Dann habe ich eine Kylie Palette. Das sieht man gar nicht, weil hier ist überall alles dreckig. Ich habe die schon ziemlich lange. Das ist die Bronze Palette. Die werde ich behalten. Sowas wie Paletten, das ist so ein Sammlerding. Also Paletten kann ich ganz schwer weggeben. Okay, nee, das war nicht oben drauf. Das ist die Kali Bio Deluxe Edition von BH Cosmetics. Alter, die ist so am Ende. Die sieht aus, ne? Habe ich eine Zeit lang wirklich täglich, bloß besonders die Highlighter. Werde ich behalten. Das ist alles so richtig schön so rosa. Dann habe ich die Revolution Highlighter Palette Soap X. Also... Die hier behalte ich, benutze ich aktuell täglich, wenn ich nicht gerade den von Sleek benutze. Dann habe ich hier noch eine Palette von Essence. Das ist diese Situation, das war mal eine Limited Edition. Hier ist ein Highlighter und ein Blush dran, mehr nicht. Gehe ich weg, werde ich niemals zugreifen. Mit dieser Palette verbinde ich sehr, sehr viele negativen Erinnerungen. Die I Heart Makeup Wonder Palette in Chocolate Weiß. Die Qualität ist nicht schlecht, definitiv nicht, weil die Spiegelschatten sind schön weich und... Man kann damit wirklich viele schöne Sachen machen. Ich verbinde mit der Palette sehr, sehr viele negative Sachen in meinem Leben.
weswegen ich die Palette definitiv weggeben werde. Die habe ich übrigens irgendwann mal in Dänemark gekauft. Und dann habe ich die W7. Ich habe die mal gekauft, um das zu... vergleichen mit der, die ich mal hatte. Ich weiß gar nicht, was für ein Dupe das sein sollte, aber ich weiß, das ist definitiv nicht das war. Lidschattenkrümel, als gäbe es keinen Morgen. Ich habe auch nie zu der gegriffen. Ich werde die definitiv verschenken. Dann habe ich... Oh, die werde ich behalten. Alle drei. Denn das sind meine Anastasia Beverly Hills Paletten Soft Glam und Prism Palette. Werde ich beide behalten. Liebe ich. Benutze ich wirklich, wenn ich Lidschatten benutze, greife ich meistens zu denen. Und zu Urban Decay Naked Ultimate Basic. Die habe ich auch schon sehr, sehr, sehr lange. Liebe ich, benutze ich sehr, sehr gerne für einen Alltag. Werde ich definitiv behalten. Gar keine Frage. Dann habe ich... Oh, den werde ich gleich weggeben. Den Matte Long Lasting Lip Gloss. In Rot. Allein wegen der Farbe gebe ich es weg. In der Farbe Simple Be an Icon. Dann habe ich hier Pinsel, die ich weggelegt habe, weil ich sie aktuell nicht benutze. Also damals nicht benutzt habe. Den werde ich direkt wieder zurück tun. Das ist der Expert Face Brush von Real Techniques. Den werde ich definitiv behalten. Den werde ich verschenken, weil ich den nicht mehr benutze. Das ist der Bronze Brush von irgendeiner LE. Der Ebeline Stippling Brush, den werde ich auch weggeben, weil ich den nie benutze. Dann habe ich definitiv die ganzen Zueva Pinsel. Die werde ich jetzt zurück tun, weil ich die eigentlich echt gerne mochte. Dann ist das hier noch so ein Concealer Brush von Essence. Ich kann mich daran erinnern, dass ich den mochte, also werde ich den behalten. Lippenpinsel von Essence benutze ich nie, kommt weg. Der kommt auch weg. Das ist ein ganz, ganz alter von Rossmann. Dann habe ich ein Eigenaugenbrauenstift Brow Artist Designer von L'Oreal. Der war mir zu hart. Der wird auch nicht mehr gut sein. Den habe ich schon seit Jahren. Der kommt weg. Den werde ich definitiv weggeben. Das sind diese hier. Viel zu hart, kann ich gar nicht mit um. Macht nur Streifen, kommt weg. Keep a Perfect Makeup Fixing Spray. Behalte ich. Dann habe ich hier Wundschutzcreme von Heat. Ich glaube, das gehört zu meiner Schwester. Oh je. Hier sind noch ein paar Originalpaletten. Original verpackte Paletten. Die werde ich direkt weggeben. Das ist die Packung von meinem MAC Puder, kann weg. Dann ist hier die Catrice Lala Berlin Prismatic Palette. Soll Eyeshadow sein. Ich habe es als Highlighter benutzt. Das sind so lilane und blaue und rosane Highlighter. Wenn ich weggeben, benutze ich nicht mehr. Dann habe ich hier Make Me Pretty. Das war die LE von dem Pinsel Licorice Brush Cleanser. Die kann man noch benutzen, behalte ich. Ich habe noch ganz viele Proben, die werde ich wegschmeißen. Ich habe so einen Silikon-Sponge. Das hat für mich nie funktioniert. Kommt weg. P2 Ultra Strong Nail Hardener. Habe ich so lange, dem vertraue ich nicht mehr. Dann habe ich noch original verpackt ein Too Faced Melted Liquified Longwear Lipstick in der Farbe Melted Coral. Werde ich niemals tragen, allein wenn ich die Farbe sehe. Das ist so ein richtig übles Korallpink. Oder habe ich schon mal benutzt. Wird verschenkt. Dann habe ich... Wo fange ich nur an? Oh, das kann weg. Der P2 Glow Touch Compact Blush in der Farbe Touch of Peony. Habe ich mal gekauft wegen einem YouTuber. Ich glaube, das war Miss Bella. Und ich fand den auch echt toll. Der ist mir irgendwann runtergefallen und seitdem... My Perfect Color Matte Foundation. Ist auch von Primark. Ich werde das mal ausprobieren, weil die ist noch voll und ungeöffnet. Die werde ich ausprobieren. Girls Just Wanna Have Fun Highlighter in der Farbe Ladies Night. Ist gut benutzt. Werde ich verschenken. Ich benutze die nicht mehr. Dann habe ich hier Fit Me Puder. Das mochte ich eigentlich richtig gerne. Ich weiß aber, dass es mir zu dunkel war. Werde ich weggeben. Hier den Blush, der ist von Primark. Da ist die Kappe ab. Blusher Powder in Adored. Wird weggeschmissen, weil der ist sehr alt und riecht ehrlich gesagt auch nicht mehr so nice. Oh, was bist du denn? Too Faced Melted. Oh, ich hab's gehasst. Ich habe ihn mir gekauft wegen der Farbe, weil ich dachte, das steht mir. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Und das ist ein Melted in Latex. Der klebt, als gäbe es kein Morgen, komme ich gar nicht mit klar. Und ich finde die Textur unglaublich widerlich. Also ich glaube, das ist von Person zu Person noch wirklich anders. Aber den werde ich definitiv nicht behalten. Den werde ich weitergeben, weil mit dem kann ich leider nichts anfangen. Dann habe ich hier drei Lippenstifte. Beides, glaube ich, nee, matt.
2 Scheinlippenstifte von Essence. Die sind sehr alt, aber die riechen noch genauso wie damals. Ich werde den weitergeben, weil die sehen noch gut aus. Werde ich weitergeben. Oh, das ist wieder ein roter. Das war in einem Adventskalender. Werde ich weitergeben. Der riecht noch gut und sieht auch noch gut aus. Und den habe ich fast nie benutzt. Essence Oliver Bronze Eyeshadow Palette. Sind das alles Glitzerfarben? Werde ich weitergeben, weil ich die nie benutzt habe. Also ich habe die benutzt, aber ich werde zu der nicht mehr greifen. Oh, der kommt weg. Essence Foundation Brush. Seht ihr das? Alle Mädels, die mit Foundation umkönnen, die wissen, dass das kein Foundation-Pinsel ist. Das ist viel zu... Und ich drücke nicht hart auf, der schiebt meine Haut so mit. So. Der kommt weg, den gebe ich auch nicht weiter. Dann habe ich hier von Catrice. Liquid Metal Long Lasting Cream Eyeshadow in Rosé Gold. Daily Dose of Rose. Benutze ich sehr, sehr gerne auf meinem Augenlid. Ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und es ist wirklich Rosé Gold, ne? So, das sieht man gar nicht so. Das da oben. Werde ich definitiv behalten. Liebe ich. Benutze ich sehr, sehr gerne, wenn ich dazu komme. Kommt weg. Der ist nicht mehr gut. Das ist der Catrice Brightening Concealer. Den gibt es auch nicht mehr. Der kommt weg, weil der wird auch mit Sicherheit komisch riechen. Okay, jetzt schauen wir dir. Dann habe ich I Love Tropical Paradise. Oh, du riechst nicht mehr gut. Dann habe ich Matt Long Lasting Lip Gloss in der Farbe The Big Chill. Der wird mir zu dunkel sein, das sehe ich ja jetzt schon. Ja, das ist so braun. Das werde ich weggeben. Oh, da mochte ich den Geruch nicht. Das werde ich weitergeben. Wobei, der ist so kaputt. Nee, komm, den schmeiß ich weg. Catrice Rock Couture Extreme Volume Mascara. 24 Stunden Waterproof. Ich weiß, dass ich sie gekauft habe. Ich weiß, dass ich sie nicht mochte und deswegen weggepackt habe. Also habe ich sie vielleicht ein paar Mal benutzt und das ist schade, dann packe ich den nicht weiter. Tarte Shape Tape. Das ist eine Never Ending Love Story. Gebe ich weg. Im Sinne von, ich schmeiß es weg, weil der riecht nicht mehr gut. Etwas, was ich auch definitiv wegtun werde oder weitergeben werde oder wer auch immer, ist der Metallic Lip Gloss von Primark. Das, meine Lieben, ist ein dunkles, braun-lila Gedönse in Metallic. Und Metallic, da hört es ja schon auf, wegen der Farbe doppelt, das kommt weg. Dann habe ich zweimal die Yves Rocher Sexy Pole Mascara. Werde ich beide behalten. Da ich die echt gerne mochte. Ich habe die eine Zeit lang auch jeden Tag getragen. Die werde ich behalten, beide, weil ich auch beide aufgebrochen habe. PS, also Primark, in Bordeaux. Riecht noch gut, sieht noch gut aus, kommt weiter. Sleek Matte Me Liquid Lipstick. Geruch ist komisch. Das ist halt so eine Situation, das ist auch wieder so ein... Womit kann ich es vergleichen? Wie der Maybelline Lippenstift. Das heißt, dazu werde ich niemals greifen, der kommt weiter. Matte Liquid Lipstick von... Primark. Oh, ist der orange. Das gehört zu dem Lip Liner, der mir viel orange war. Viel zu orange war, der kommt weiter. Dann habe ich hier noch einen Lippenstift von Essence. Ist das ein Shine-Ding? Candy Love. Sheer and Shine. Behalte ich. Das ist eine ordentliche Farbe. Die anderen haben halt gefühlt nur Glitzer. Also werde ich behalten. Dann habe ich von Manhattan Stay Matte Liquid Lip Color in der Farbe Stage of Burgundy. Das ist mir zu dunkel. Das werde ich definitiv weitergeben. Dann habe ich hier wieder ein Matte von Sleek in der Farbe 445 Embellishment. Es ist das gleiche Orange, ein bisschen mehr rosa. Ich glaube, den werde ich weitergeben. Von Catrice ist das ein Lippenstift. Habe ich den mal benutzt? Der ist schön weich. Das ist eine Farbe, die ich nicht habe, ne? Ich werde den mal behalten. Der sieht echt gut aus eigentlich. Das ist die Farbe und der ist echt schön weich. Catrice 12 Stunden Matt Mousse Make-up ist aufgebrochen. Riecht. Okay. Gut, war eine klare Ansage. Tschüss mit dir. Es ist eine Maske. Sieht noch gut. Bis Mai 2020. Tschüss. Dann habe ich. Oh, ist die alt. All About Chocolate oder All About Nude von Essence von vor 6-7 Jahren. Die sind aber so alt, das werde ich niemandem mehr geben. Da ist auch schon die Kappe ab. Dann habe ich hier noch einen Cream Highlighter mit einer komischen Textur dran, kann ich mich erinnern. Es ist wie so Knete. Hammer strange. Nee, komm weg. The Blazing Bronze Collection Eyeshadow Palette von Catrice. Genau das gleiche. Habe ich die überhaupt benutzt? Die sieht fast komplett neu aus.
Die werde ich nicht oft benutzt haben und das sind auch nur schimmer Farben. Ciao mit dir. All About Matte Catrice Eyeshadow Palette. Das sind matte Farben, aber das sind Farben, die ich auch in meiner Urban Decay Palette habe. Die kommen weg. 24 Stunden Made to Stay Make-up von Catrice. Ist sie mir gut. Ist hier irgendwo ein Dingsens? Ich hätte es vielleicht nicht unbedingt direkt auf meine Haut auftragen sollen. Da ist irgendwas drin. Irgendwas so kugelmäßiges. Braucht ein Taschentuch. Aua, aua. Oh Gott, meine Hand. Okay. Okay, ich lebe noch. Doch nicht. Guck mal, dieser Eyeshadow, der hat voll gehalten. Ich kann rubbeln, wie ich will. Ich habe hier den EOS Lip Balm, der definitiv nicht mehr gut ist. Boah. I Love Extreme Volume Mascara. Benutzt meine Mama eigentlich ganz gerne. Kaum benutzt, gebe ich meiner Mama. Catrice Ultimate Color Plump Fiction. Das klingt ja schon total nach meinem Geschmack. Weg. Der kommt definitiv weg. Das ist der Essence Wish I Was a Mermaid Color Changing Lipstick. Ciao. Handcreme kommt weg. Moisturizing Body Lotion Max Woman. Riecht ganz gut noch. Behalte ich. Base und Topcoat behalte ich. NYX, hey. Lip Smacking Fun Colors. In der 628 T-Rose. Oh, sind die butterweich. Ich kann mich an den Geruch erinnern. Ich mag den nicht. Schau mit dir. Der ist nicht mehr gut, der Nagellack. Das sehe ich von außen. Ein Haufen Pröbchen, die ich wegschmeißen werde, weil die auch alle nicht mehr gut sind. Lippenstift von MAC. Ruby Woo oder Russian Red. Russian Red. Rot. Gebe ich weg. Und dann habe ich hier noch Diva. Ist zu dunkel. Sowas habe ich in der Zeit lang echt gern getragen. Der kommt weg, weil der leer ist. Das ist von Trend It Up ein Highlighter. Lippenstift in der Farbe Long Lasting in 16. Den gebe ich hier weiter. Den habe ich nämlich schon. Das ist genauso wie die andere Palette. Die kommt weg, weil die einfach nur zu alt ist. Oh, jetzt habe ich wieder so einen High Shine Stift. Lippenstift. Der ist, glaube ich, nur Glitzer. Ja, der kommt weg. Dann habe ich hier noch einen Lippenstift. Das ist, glaube ich, ein komplettes Rot. Das war eine Valentinstags LE, die ist von Essence, der kommt auch weg. Wieso habe ich so viele rote Lippenstifte? Ich benutze nie rot. Oh, Lip Liner von dem ganz dunklen Ding. Das ist so ein Braun. Das ist einfach so ein Braun. Kann weitergegeben werden. Ein Pigment. Ich benutze kein Pigment. Kann weitergegeben werden. Ich bin durch. Das wird verschenkt. Der Spaß, der weggeschmissen wird. Ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich ihn noch aufgeschmissen. Und das, was über ist, ist wirklich, wirklich echt gut für die Menge, die ich vorher hatte. Ich hoffe, ich habe euch irgendwie motiviert, eure Makeovers zu sortieren, falls ihr genau das gleiche Problem habt wie ich, denn ich schminke mich, seitdem ich 11 oder 12 bin. Und es war einfach mal Zeit, mal zu gucken, was ich noch habe und was ich eigentlich brauche. Meine Hand verdankt es mir. Ich werde gleich erstmal ordentlich eine Wäsche hinlegen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und denkt an den Code von Hallo Klarheit und an die Verlosung. Wie gesagt, alle Infos in der Infobox. Und ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Freitag. Ciao.